Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist schon wieder Donnerstag. Morgen geht's auf die H&H und ich habe noch einiges zu erledigen. Ich will heute noch ein Ostervideo drehen, aber das habt ihr alle schon gesehen, das von Mittwoch. Dann muss ich noch zwei Intros und zwei Outros drehen. Dann möchte ich mir gerne noch mein Sweatshirt, die Bündchen hier oben dran nähen. Ich mache das aus dem Sweatshirt-Stoff. Also ich habe mich gegen Bündchen entschieden. Ich möchte das gerne mal so ausprobieren. Ich habe Tanja gefragt, mit welchem Wert ich mal nehmen muss. Und als ich die Woche im Bebra war, ich bin da jetzt Dauergast, hat mir die Heike auch mal so ein bisschen die Overlock erklärt, wofür das Differential gut ist, warum, wie, in welche Richtung man das einstellt, was man damit machen kann. Ich kann das jetzt hier nicht wiedergeben, das ist gefährliches Halbwissen. Ich probiere das dann nachher auf jeden Fall noch aus. Die hat da nämlich einfach nur ritsch, ratsch, war das Ärmelbündchen, da hat die mir gezeigt, angenäht. Das war richtig super. Dann will ich natürlich, muss ich noch meine Koffer packen. Ich will meine Koffer packen. Und möchte aber auch noch mal alle Klamotten anprobieren, die ich da mit hinnehme. Weil ich würde gerne auf der Zugfahrt was anderes anziehen wie auf der Messe. Ich weiß nicht, wenn man Zug fährt, eine längere Strecke oder so. Ha, ich fühle mich dann immer nicht so fresh hinterher und habe dann immer noch den Gedanken, was ist, wenn ich mich da irgendwie einwutz auf der Zugfahrt? Und deswegen würde ich gern für die Zugfahrt was anderes anziehen, wie an dem Freitag. Natürlich an dem Samstag noch was. Dann sind wir Samstagabend auch auf diesem Branchenabend von der Initiative Handarbeit. Wenn wir da die Möglichkeit haben, nochmal ins Hotel zu gehen und uns umzuziehen, würde ich auch gerne da was anderes anziehen. Ich habe jetzt nämlich mittlerweile genügend selbstgenähte Sachen, also ein paar. Handtaschen habe ich genug selbstgenähte und die sollen dann nämlich auch immer unterschiedlich zur Geltung kommen. Naja, und dann Sonntag wollen wir mal schauen, wie lange wir da auf die Messe gehen. Weil eigentlich war geplant, wir fahren um 12:44 Uhr nach Hause. Dann hätten wir nur noch mal so eine Stunde auf der Messe rumgeschaut. Der Zug wurde aber gecancelt und da hat die Tanja einen neuen umgebucht um 13:44 Uhr. Das heißt, wenn, sind wir dann natürlich auch wieder ein bisschen länger auf der Messe und dann möchte ich auch auf der Zugfahrt, auf der Heimfahrt wieder was ganz Bequemes gerne anhaben. Also der Tag heute ist vollgepackt. Ich habe mir meine komplette To-Do-Liste, aber auch in meinem Bullet Journal geschrieben. Ja, ich brauche mittlerweile ein DIN A4 Bullet Journal. Und das will ich jetzt abarbeiten. Es ist jetzt 10 nach 10. Legen wir los. Das Nähvideo ist fertig. Der Hasenbeutel. Absolut süß. Nun muss ich noch zwei Intros und zwei Outros drehen und dafür erstmal hier das Setup ein bisschen umbauen. Intro und Outro steht an für den Hasenbeutel, den ich gerade genäht habe. Ich habe mich auch einmal umgezogen, damit es jedenfalls so ein bisschen aussieht, dass es ein anderes Video ist.
So, das ist auch alles im Kasten. Jetzt ist erstmal Mittagspause. Es ist gleich 12 Uhr. Mein Mann macht uns heute Hamburger. Und nach der Mittagspause will ich noch die Slingback für Tanja fertig nähen und auch noch meinen Pulli. Frisch gestärkt geht's nun ans Werk. Bei uns stürmt es draußen wie wild. Naja, ich habe mir die Stoppel in die Ohren gemacht. Ich werde jetzt beim Nähen ein bisschen Hörbuch hören, und zwar den nächsten Teil von Moritz Mattis Dickes Fell, vorgelesen von Christoph Maria Herbst. Genial. Ich werde der Tanja ihre Slingback fertig nehmen. Da habe ich ja der Tanja ihre Initialen hier so eingeprägt. Habe ich zum ersten Mal ausprobiert, hat super funktioniert. Und dann werde ich noch meinen Pulli nähen. Ja, los geht's. Ich bin fertig mit Nähen. Ich habe die Slingback für Tanja fertig. Schaut mal hier. Einmal TH drauf. Und Tanja hat sich letztes Wochenende im Kurzwarenland verschiedene Taschengurte, die sind schon fertig mit Hardware, die sehen so aus, ausgesucht. Auch das Kunstleder, der Reißverschluss und der Innenstoff, den haben wir alles aus dem Kurzwarenland. Das ist auch so ein richtig schön geschmeidiges Kunstleder. Und schaut mal, wie edel da weißes Kunstleder aussieht. Und je nachdem, was sie anzieht, kombiniert sie dann halt einen anderen Taschengurt dazu. Und ich möchte euch jetzt auch noch mal meine Outfits zeigen. Ich denke aber, Moment, ich will mal was probieren. Sieht man das so? Ich denke ja, nicht, dass zu viel Gegenlicht da ist. Okay, das möchte ich auf jeden Fall anziehen und natürlich die Tasche dazu. Tada! Meine tollen Turnschuhe. Das ist Outfit Nummer 1. Dann ist hier das nächste Outfit mit dem selbstgenähten Pullover nach meinem Mickey Maus Sweatshirt, was ich ja eben anhatte. Und das ist so schön. Einmal geht das halt hier so ein bisschen länger, wenn man sich bückt oder so. Es zuppelt nichts. Ich kann die Arme hoch machen. Ich glaube, ich mache doch mal kurz das Rollo runter. Die Sonne kommt jetzt rum, dann seht ihr das gar nicht. Ja, und natürlich meine neonfarbene Elfriede dazu. Hier ist auch genug los und die Schuhe. Ich könnte jetzt hierzu auch noch meine schwarze Leggings anziehen oder halt hier die blaue Jeans, je nachdem. Das ist so eine Jeggings hier, die ist auch sehr bequem. Ja, das ist auch noch ein Outfit. Dann habe ich den Pulli fertig bekommen. Ich habe die Bündchen heute selber dran genäht, Halsbündchen, Armbündchen und auch hier unten. Das hat super funktioniert. Hab hier dann noch einen neonfarbenen Plot drauf, Free Spirit, und hinten natürlich auch noch einen neonfarbenen Plot drauf. Moment. Ich denke, so kann man das ganz gut sehen. Da ist jetzt nur die Frage: Entweder ich kombiniere dazu die Elfriede oder aber hier meine Slingback mit den neonfarbenen Bananen, also mit diesen gelben Bananen hier drauf. Das würde auch dazu passen. Hier passt halt nur nicht ganz so viel rein in die Elfriede hier. Passt ein bisschen mehr rein. Und auch hier könnte ich meine schwarze Leggings zu anziehen. Muss ich dann mal sehen. Und dann gehen wir ja auch noch einen Abend auf die Abendveranstaltung, also auf diesen Branchenabend. Da ziehe ich dann Folgendes an. Dieser Branchenabend ist Samstagabend und da waren wir ja Samstag schon den ganzen Tag auf der Messe. Da ziehe ich auf jeden Fall meine Leggings an. Die ist dann nämlich schön super bequem. Mein Hoodie-Kleid Ronja drauf, was ich ja auch selbst genäht habe. Und meine Slingback, die pinkfarbene, hier mit dem schönen Tula-Pink-Stoff.
Also, das ist geplant. Jetzt werde ich die Klamotten erstmal ordentlich wieder zusammenlegen, mir nochmal meine Packliste holen, alles ordentlich hier hinlegen und alles, was ich morgen früh nicht brauche, schon einpacken. Und dann will ich noch ein Video schneiden. Das für Montag muss ich nämlich noch, besser gesagt, das Intro muss ich noch schneiden. Ah, ich habe euch noch gar nicht gezeigt hier zu dem Outfit. Da ziehe ich dann meine Vans an. Da kombiniere ich nicht meine neonfarbenen Sketcher. Ja. Dann packen. Das ist der derzeitige Stand. Hier habe ich alles hingelegt, was ich nun hier rein und da rein packen muss. Das passt aber. Gar kein Problem. Eins, zwei, drei. Tada! Fertig gepackt. Alles in dem Rucksack und in der Laptoptasche. Die ziehe ich so an, weil die möchte ich nicht in den Rucksack reinmachen, dann wird sie gequetscht. Aber meine Slingbags sind da drin und die schmale neue Tasche. Die drücke ich dann in Fulda der Tanja gleich in die Hand. Die Schuhe ziehe ich gleich an und meine Weste. Wir sind mit dem Zug angekommen. Hier reingucken, Frau Hanach, da drüben. Du mal nach unten. Zeige euch mal, dass ich dein Zeug schlepp. Ja. Wir sind angekommen, müssen jetzt noch zum Hotel laufen. Und dann genau wieder hier zurück. Ja, Baustelle hier überall. 16 Minuten, sagt das Navi. Tanja hat das Navi angeschmissen. Zu Fuß. Ich bin da mit dir. Und ja, dann ziehen wir uns nur kurz um und dann geht's gleich auf die Messe. Kannst du dich noch letzte Woche an die Unterkunft erinnern, die Tanja gebucht hat? Und schau mal hier, zwei schöne Betten, ein Bad mit großer Dusche. Also meine war größer. Okay, deine war größer. Und ich sehe hier keine fünf Herdplatten. Und das ist unser Hotel, wirklich ganz nah an der Messe, richtig cool. Und wir konnten jetzt schon rein. Mega. Ja. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense.
Es ist mittlerweile Montag. Gestern war ich doch etwas fertig. Da ging gar nichts mehr. Da habe ich nur Koffer ausgepackt, Waschmaschine angeschmissen und habe den Rest des Tages geruht. Und abends habe ich schon den Vlog angefangen zu schneiden und habe festgestellt, ich habe ganz oft die Kamera draufgehalten, habe aber gar nicht viel dazu erzählt. Deswegen wollte ich hier nochmal so eine kleine Zusammenfassung machen. Also am Freitag, der Tag fing ja schon gut an. Tanja ist fast zu spät gekommen zum Zug. Also sie hat ihn gerade so geschafft. Ich habe mich in die Tür reingestellt von dem Zug und dann ist Tanja gerade noch so reingehuscht, aber ein paar Waggons weiter. Sie musste dann im Zug noch zu unserer Platzreservierung laufen. Und wenn sie nicht reingekommen wäre, hätte ich keine Tickets gehabt. Die Tickets hatte nämlich noch Tanja. Okay, wir haben dann gesessen, Zugfahrt lief einwandfrei, alles pünktlich. In Köln-Deutz angekommen und dann sind wir so knappe 15 Minuten sind wir gelaufen bis zum Hotel. Das war wirklich ganz in der Nähe vom der Kölnmesse. Also von dem Eingang, von den Räumlichkeiten, wo die H&H war. Dieses Köln-Messegelände ist ja riesig. Wir waren in Halle 10, also die H&H war in der Halle 10. Das war über mehrere Etagen, riesig groß. Und es gibt halt noch zig andere Hallen. Aber gegenüber von dieser Halle 10, einmal über die Straße drüber, da war unser Hotel. Im Ibis-Hotel waren wir. Wunderbares Zimmer, das Frühstück war richtig gut. Da gab es jede Menge vegane Sachen und nicht einfach nur veganen Käse oder vegane Wurst, sondern nein, es gab Hummus, Gemüse, Marmeladen, Hafertrink, Sojatrink, verschiedene Kaffeesorten und auch so aromatisiertes Wasser, also mit ein bisschen Zitrone drin oder so. Also das war richtig, richtig gut, das Frühstück. Und Salat gab es noch, veganen Salat mit Kichererbsen, jede Menge Obst, Obstsalat. Also kann ich euch wirklich empfehlen, das Ibis. Ja, wir haben uns dann ein bisschen frisch gemacht am Freitag und sind dann gleich losgegangen Richtung Messe. Und holla die Waldfee, wir hatten wirklich keinen Plan. So riesig, das ist Wahnsinn. Jede Etage, da war so viele Aussteller. Also das war wirklich erstmal eine Reizüberflutung. Was ich sehr schön fand, war die Gänge. Innen drin waren schön breit und außenrum um die kompletten Aussteller war auch nochmal ein Riesengang, wo man lang gehen konnte. Und dadurch, dass das ja eine Händlerausstellung, eine Fachmesse war, waren halt keine Endverbraucher da. Das hat man gemerkt. Also man konnte richtig schön durchlaufen, man konnte an den Ständen gut beraten werden, man hat viel gesehen, viele haben was vorgeführt, was halt ihr Produkt kann und wie das angewandt wird. Also das war richtig, richtig toll. Dann haben wir getroffen, einmal die Nastja, Anni, dann war die Lise Luda, also die Luise von Lise Lu, die Jasmin von Schnittenliebe, die Olympia von NH-Stoffe, die Sabrina haben wir getroffen, die Suse von Mama-Sachen. Also das war richtig toll, wir haben uns dann gefunden. Dann waren noch viele bei uns bei Yuki und ein kleines Highlight war, ich bin erkannt worden bei Yuki. meine markanten Haare und meine Brille. Ich bin gefragt worden, sie machen doch YouTube-Videos. Sag ich, ja, mache ich. Und die kam auch noch aus Fulda, die bei Yuki gearbeitet hat. Und da habe ich einen Schnellnäher ausprobiert. Nur den kleinen, den ganz großen Schnellnäher nicht. Aber holla die Waldfee. Der war schon richtig toll. Die hatten da Maschinen stehen. Oh, Tanja und ich haben solche Augen bekommen. Und bei Yuki waren dann noch einige von uns, also die Anni, die Suse und die Nastja, wir waren dann noch da. Die haben sich halt unheimlich nett um uns gekümmert, waren unheimlich freundlich. Das ist halt schön, gell? Und hey,
Der Yugi-Maschinen sind halt auch schon gut. Also das war ein wichtiger Punkt bei uns auf der Liste. Also Tanja hatte die Liste, ich bin nur hinterher gedackelt. Ja, und dann waren wir noch sehr lange bei Gütermann. Und Gütermann hat kein neues Garn, das Garn gibt es schon länger, aber das ist halt ein Stickgarn, mit dem man mit der normalen Nähmaschine, also braucht keine Stickmaschine, mit den Zierstichen, macht das Garn wunderschöne Muster, so ein Multicolor-Garn, was seine Farbe wechselt. Schaut mal hier, wir sind gerade am Gütermann-Stand und ein absolut tolles Gurtband mit lauter Zierstichen von der Maschine selber gemacht. Und schaut euch mal das tolle Band hier an, was die Farbe so wechselt. So wird aus einem einfachen blauen Gurt ein absolutes Statement-Piece. Und die haben da Kleider, Kragen haben die verschönert. Dann haben die so kleine Mäppchen gemacht, wo dann verschiedene Muster drauf gestickt waren. Wie gesagt, mit der normalen Maschine. Einfach nur ein Zierstich. Taschengurte, Statementgurte selber gemacht. Man kann mit dem Garn auf Kunstleder langstecken und auch auf normalen Stoff. Man muss es dann halt nur mit Flieseline, also mit einem Vlies verstärken. Das will ich demnächst machen. Das sah so gut aus. Und an dem Stand war auch die Inge. Ich kann ihren Nachnamen nicht aussprechen. Aber die hat schon mitgemacht bei der Fernsehserie, wo auch Guido Maria Kretschmar dabei war, wo die Leute sich was nähen mussten, also so eine Näh-Challenge gemacht haben. Und auch so in verschiedenen Formaten. Und hat ihre Nähakademie, die gibt Nähunterricht. Und die war ja so lieb. Die hat uns so viel erklärt, so viel gezeigt. Ich möchte nicht wissen, wie viel sie den Tag schon erklären musste. Und immer noch so eine gute Laune. Richtig top. Dann haben wir noch Nico und Georg getroffen vom Kurzwarenland, Stofflager. Und haben mit denen auch noch ein bisschen geschnuddelt. Auch noch ein paar von euch. Die Svenja kommt dieses Jahr auch wieder auf einen Stichtag. Kreativlehrche haben wir noch getroffen. Und ich glaube, ich kriege jetzt gar nicht mehr alles zusammen. Oh mein Gott. Ich habe auch, erzähle ich euch später, einen kleinen Filmriss. Okay. Ja, auf jeden Fall bei Gütermann. Und dann abends um 17 Uhr waren wir zu Prim eingeladen, die ganzen Blogger. Und zwar haben die ihr neues Tool vorgestellt. Und da durften wir das ausprobieren. Wow. Ich kann es euch schon mal zeigen. Ich habe es aber noch selber hier noch nicht ausgepackt. Wir konnten das da ausprobieren. Und zwar ist das so ein Vario-Kreativ-Tool. Damit kann man Ösen, Hohlnieten bis zu 14 mm Durchmesser einpressen. Und das geht easy peasy. Das will ich demnächst auch ausprobieren. Ich habe schon lange geliebäugelt mit so einer ganz großen Presse, wo man Nieten und Ösen mit reinmachen kann, einmachen kann. Aber das Ding ist halt so schwer. Hey, guck mal, das ist total leicht und es geht auch leicht. Das ist richtig toll. Das wird es demnächst bei Prim zu kaufen geben. Aber hey, aufgepasst an alle, die eine Stichtagkarte haben. Prim ist ja mit bei uns auf dem Stichtag dabei und da gibt es dann einen Rabatt auf das. Also hebt es euch auf, schreibt es euch auf die Wunschliste, könnt ihr beim Stichtag einkaufen. Ich werde am Montag in meinem Video übrigens die Sachen, die ich alle hier bekommen habe, auspacken. Das mache ich nicht heute. Ja, dann machen wir beim Prim, bei dem Blogger-Treffen, die haben uns das vorgestellt und dann sind noch ein paar von den Bloggern, wir waren über 20, was heißt ein paar, über 20, Megma war auch noch mit dabei und dann Oldschool DIY, wie gesagt, ich kriege jetzt gar nicht mehr alles zusammen, wir sind zusammen essen gegangen im Bonhomme, ja, das direkt am Wasser, das war riesig. Und das war so orientalisch und da gab es auch ganz viele vegane Sachen und mein Pide, was ich hatte, das war so, so lecker. Man musste da nicht am Tisch bestellen, sondern man ist an die Bar gegangen, da war so ein Tablet, da musste man das eingeben, auf welches Getränk und dann hat man sich das abgeholt. Man hat dann so ein Vibrierding mitbekommen, was man sich dann mit so einer Tischnummer
Und dann musste man sich das entweder an der Salatstation, an der Pidestation oder an der Bar dann abholen. War aber richtig, richtig lecker. Am Freitag, wie ich unterwegs war, kam Post. Habe ich zu meinem Mann gesagt, mach doch mal auf. Und da gab es für die Tanja und mich noch eine Kleinigkeit. Also ich habe von der lieben Uli das zugeschickt bekommen und das zweimal, also auch noch für Tanja. Und zwar war Uli vorletztes Wochenende bei unserem Nähkurs mit dabei. Und hat sie noch mal eine schöne Dankekarte geschrieben mit ganz, ganz lieben Worten an uns. Oh, da, bei sowas kriege ich echt immer Pipi in die Augen. Also vielen, vielen lieben Dank, Uli. Auch im Namen von Tanja. Mein Mann hat das ausgepackt und hat mir ein Foto geschickt. Und ich habe das Tanja gesagt. Und oh, die ist auch dahin geschmolzen. Am Donnerstag, also wenn ihr das Video seht gestern, fahre ich zu Tanja. Tanja ist noch hier oben und da kann ich ihr das gleich mitbringen. Also danke, Uli. Das war der Freitag. Nun erstmal Inspirationen von Samstag. Samstag, Vormittag und Nachmittag. Die Messe hat um 9 Uhr aufgemacht und wir waren noch um kurz nach 9 da. Sind dann erstmal rumgelaufen, haben geschaut, wo waren wir noch nicht, wo wollen wir überhaupt noch hin. Weil das ist wirklich so riesig. Und das ist auch nicht, dass man irgendwie so einmal drumherum laufen kann oder so in Schlangenlinien, sondern das war so irgendwie ineinander verschachtelt. Auf jeder Etage gab es einen Plan, wo man dann sehen konnte, okay, da will ich noch hin, dann muss ich durch den Gang, durch den Gang, durch den Gang. Ja, also das war wirklich schon viel und groß. Dann haben wir den lieben Oskar getroffen beim Top Verlag, da wo sein Buch rausgekommen ist. Und das Augen auflassen beim Fotografieren musste liebe Oskar noch üben. Und dann haben wir auch noch die Tanja getroffen. Wer bei unserem Nähkurs dabei war, Nähen mit Jersey, da war die Tanja auch da. Also die werden Sie kennen. Dann haben wir noch mit einigen großen Ausstellern geredet. Und vielleicht noch so ein paar Kleinigkeiten für den Stichtag abgeklärt und auch noch für später. Erfahrt ihr aber auch alles, wenn das dann in trockenen Tüchern ist. Die Abschlussveranstaltung am Nachmittag war dann noch einmal das Bloggertreffen von der Initiative Handarbeit. Und danach gab es dann die Modenschau mit verschiedenen Eindrücken und Farben. Und dann kam die Party, wo Aussteller und auch Blogger hingehen konnten. Und was soll ich sagen? Schaut's euch an.
always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, each hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to fail, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? So, der letzte Tag auf der Messe. Ich bin noch nicht fit. Tanja rennt vor mir her. Ich probiere irgendwie hinterher zu kommen und freue mich auf zu Hause. Auf jeden Fall, ich meine, um kurz vor drei waren wir im Hotelzimmer. Ich habe mich dann noch ziemlich schnell hingelegt. Um 7:45 ruft Tanja auf einmal, Sandra, wir haben verschlafen, es ist schon 7:45. Wupp, schnell unter die Dusche gehuscht, alles zusammengepackt, so dass man noch ein bisschen annehmlich aussieht. Und dann sind wir zum Frühstücken gegangen und das Frühstück war dann auch wichtig. Den Sonntag war dann nicht so viel auf der Messe los, was aber auch gut war. Ich konnte jetzt auch nicht mehr so viel Informationen aufnehmen. Ich war froh, dass ich mein Leben hatte. Ich sag euch, also entweder schlafen oder Alkohol. Aber es geht halt nicht mehr so. Aber es war so ein geiler Abend. Jetzt geht's mir schon wieder besser. Unser Zug ist pünktlich gefahren. Das war super. Wir hatten Ruhe im Zug. Ich war dann auch pünktlich zu Hause. Und ja, dann war ich auch froh. So, ich denke, dass der Vlog hier lang genug geworden ist. Ich kann euch ja gar keine großartige, schöne Restwoche mehr wünschen. Ich wünsche euch ein paar schöne Feiertage. Es ist ja Ostern. Und am Montag kommt ein kleines Video raus. Wie gesagt, da packe ich die Sachen aus, die ich auf der Messe bekommen habe und wo ich so überall war. Ja, dann bis zum nächsten Mal.